Sie sind hier, 7. November 2018, 10.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kim Nijinavičius ist die Kapitänin des DHB-Teams. Urheberrecht Getty Images. In Deutschlands Kader für die Handball-EM stehen gleich 5 Turnierdebütantinnen. Bundestrainer Henk Gröner kündigt ein spektakuläres Turnier an. Mit 5 Turnierdebütantinnen starten die deutschen Handballerinnen in ihr erstes großes Event nach der verpatzten Heim-WM. Bundestrainer Henk Gröner nominierte am Mittwoch 16 Spielerinnen für die bevorstehende Europameisterschaft in Frankreich, 30. November bis 16. Dezember. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitänin Kim Nijinavičius. Gröner, der Michael Bildler nach dem Achtelfinalaus bei der WM vor einem Jahr abgelöst hatte, hob die Stärke in der Ausgeglichenheit des Kaders hervor. Er sei voller Vertrauen, dass wir in der Lage sein werden, die Hauptrunde zu erreichen. Wir haben eine Nationalmannschaft mit guter Moral und hohem Einsatz, die maximales Tempo geht. Wir werden eine schöne, spektakuläre EM erleben. Auftakt gegen Titelverteidiger. Die EM beginnt für die Auswahl des Deutschen Handballbundes DHB am 1. Dezember in Brest mit der Partie gegen Rekordeuropameister und Titelverteidiger Norwegen. Weitere Vorrundengegner sind Rumänien und Tschechien. Die ersten 3 Teams erreichen die Hauptrunde, Spielort nennen sie, und nehmen die untereinander erzielten Punkte mit. Das Finalwochenende findet vom 14. bis zum 16. Dezember in Paris statt. Wir können gegen alle Mannschaften ein Spiel offen halten und um den Sieg spielen, auch wenn unser Team noch recht unerfahren auf großen Turnieren ist, sagte Gröner. Los geht das EM-Abenteuer für das deutsche Team schon am 19. November. Von Frankfurt am Main fliegt die Mannschaft nach Spanien, wo als Generalprobe noch ein Vierländerturnier in Alicante, Gegner Panamerikameister Brasilien, Spanien und Polen, auf dem Programm steht. Am 28. November reist die deutsche Delegation dann von Alicante über Paris in den EM-Vorrundenspielort Brest. Punkt. Das EM-Aufgebot der Frauennationalmannschaft: Tor, Dina Eckerle, SG BBM Bietigheim, Isabel Roch, TUS Merzingen, Feld, Julia Behnke, TUS Merzingen, Amelie Berger, TSV Bayer 04 Leverkusen, Emily Bölk, Thüringer HC, Angie Geschke, VfL Oldenburg, Alina Grissils, BVB 09 Dortmund, Ina Großmann, Thüringer HC, Franziska Müller, HSG Blomberg-Lippe, Kim Nijinavičius, SG BBM Bietigheim, Mike Schmelzer, Thüringer HC, Luisa Schulze, SG BBM Bietigheim. Xenia Smits, Metz HBFRA, Alicia Stolle, Thüringer HC, Maren Weigel, TUS Merzingen, Marlene Zapf, TUS Merzingen, in Spanien mit trainierende Reserve, Antje Launroth, SG BBM Bietigheim, Evgenia Meinfskaya, TUS Merzingen, Jennifer Rode, TSV Bayer 04 Leverkusen, Maike Schirmer, Buxtehude SV, Mia Czocke, TSV Bayer 04 Leverkusen, Reserve, Annika Lott, Buxtehude SV, Anna Mons, SG Blomberg-Lippe, Saskia Lang, Thüringer HC, Anna Seidel, TSV Bayer 04 Leverkusen, Lea Rüther, Buxtehude SV, Caroline Müller, BVB 09 Dortmund, von Sportinformationsdienst.